auf den Tagesordnungspunkt 70, Antrag der Fraktion der SPD, Aktuelle Stunde, Maßnahmenpaket gegen Landarztmangel statt schwarz-grüner Untätigkeit in Hessen 1965-59. Das Wort hat die Frau Kollegin Dr. Sommer. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich frage Sie, wie alt ist Ihr Hausarzt? Mussten Sie in letzter Zeit sich einen neuen Hausarzt suchen? Wollten Sie einmal zum Quartalsende zu Ihrem Arzt? Waren Sie schon einmal darauf angewiesen, dass Ihr Hausarzt zu Ihnen nach Hause kommt? Sie wissen, dass das durchschnittliche Alter der Ärzte in Hessen bei 54 Jahren liegt. Die Hälfte geht in den nächsten 10 Jahren in den Ruhestand. Viele suchen jetzt schon einen Nachfolger, doch keine Nachfolge ist in Sicht. So beispielsweise auch in Rüsselsheim, im Odenwald, in Offenbach, in Limburg, in Usingen, in der Wetterau, um nur einige Standorte zu nennen. 70 Land- und Hausärzte könnten derzeit dort nicht ersetzt werden, so die Frankfurter Neue Presse letzten Monat. Einen neuen Hausarzt suchen? Keine Chance. Kaum noch nimmt jemand einen neuen Patienten auf. Am Quartalsende schließen viele Praxen, da das Budget aufgebraucht ist. Wohin mit der Erkrankung? Nach Hause konnte der Arzt nicht kommen, weil ihm bei zu vielen Hausbesuchen Regressansprüche drohen, so beispielsweise in Gilserberg und Lichtenfels. Wartelisten, Engpässe und Nachfolgeprobleme. In Hessen, meine Damen und Herren, ist es 11:55. Zumal die Ausbildung 12 bis 14 Jahre dauert. Gerade auf dem Land werden die Hausärzte knapp, eine Unterversorgung droht. Gründe für die fehlende Nachbesetzung sind schlechte Rahmenbedingungen, mangelnde Attraktivität mancherorts, unattraktive und ältere Praxen mancherorts, der Work-Life-Balance-Anspruch, wenig Teilzeitangebote und fehlende Betreuungsmöglichkeiten und eine nicht angepasste Honorarsystematik. Schwarz-Grün reagiert bisher nur mit Ankündigungen. Und schwarz-grüne Untätigkeit bedeutet keine Struktur, keine Strategie, kein Plan, nur singuläre Projekte. Sie springen wohlgemerkt auf vorbildliche Projekte von Kreisen, Städten und Gemeinden auf, wie die Gemeindeschwester, die aber keinen Landarzt ersetzen kann, die Gesundheitszentren, Weiterbildungsverbünde und Landarztpartie und so weiter und so fort, haben aber keine eigenen, keine innovativen Ansätze. Minister Grüttner will die Landarztquote nicht, schafft aber auch nicht die Möglichkeit, wie in manchen Kreisen schon erfolgreich, ein flächendeckendes Landarztstipendium. Was wir brauchen, meine Damen und Herren, sind mehr Medizinstudienplätze. Wir fordern 10% gemeinsam mit der KV. Der Ärztetag fordert 6.250 Plätze für ganz Deutschland. In anderen Bundesländern geht man voran mit neuen Fakultäten oder Zweigfakultäten. Man möchte mehr Praxis im Studium der Allgemeinmedizin wieder mehr Bedeutung schenken. Wir brauchen bessere Rahmen- und Arbeitsbedingungen. Wir brauchen eine Entlastung der Bürokratie. Die Studierenden erzählen mir, Frau Sommer, wir haben noch nicht BWL studiert. Das heißt, wir brauchen Unterstützung und entsprechende Hilfen bei der Praxis- und Betriebsführung. Auch Teilzeitmöglichkeiten müssen geschaffen werden und Möglichkeiten der Anstellung. Darüber hinaus müssen wir uns über die Vergütung unterhalten. Ein Hausarzt muss einfach eine attraktive bzw. lukrative Vergütung bekommen. Dazu gehört auch die Honorierung von Hausarztbesuchen und das Arbeiten in der Fläche im ländlichen Raum. Und schließlich benötigen wir dringend eine Bedarfsplanung und kleinere Versorgungsbereiche, um die Versorgung zur Zuweisung von Arztsitzen besser und bedarfsgerechter abbilden zu können.
Meine Damen und Herren, das sind 14 Vorschläge, die könnten verzahnt werden und den Hausarztberuf attraktiver machen. Und sie entsprechen vor allen Dingen den Vorstellungen der jungen Studierenden, die unsere Ärzte und Ärztinnen in Zukunft sein wollen. Packen Sie es an. Wir brauchen ein stringentes Maßnahmenpaket gegen den Landarztmangel statt schwarz-grüner Untätigkeit. Mit uns wird es ein solches stringentes Paket geben gegen den Landarztmangel. Und ich hoffe, wir haben Sie dann an unserer Seite. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollegin Dr. Sommer. Das Wort hat die Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Kollegin Sommer hat hier gerade eindrücklich die Situation beschrieben, wie sie in unserem Land herrscht, wie sie in unserem Land leider herrscht. Wir alle wissen darum. Die Landesregierung will aber an bestimmten Stellen Dinge gar nicht so genau wissen, weil sie dann doch lieber nicht erkundet, wie denn die Situation aussieht. Das tut sie mit dem Hinweis darauf, die Verantwortung liegt bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Damit ist man sie los. Damit machen sie sich auf eine Art und Weise einen schlanken Schuh, der überhaupt nicht vertretbar ist, weil wir haben eine Gesamtverantwortung. Und es ist ja nicht so, dass die Kassenärztliche Vereinigung in den letzten Jahren, Wochen und Monaten gesagt hätte, Landesregierung, halt dich bitte raus, das ist unsere Aufgabe. Ganz im Gegenteil. Die läuft dieser Landesregierung hinterher und sagt, wir müssen zusammenarbeiten, wir brauchen Unterstützung. Das Problem ist nicht mehr zu lösen auf diese Weise. Aber sie ducken sich weg. Aber Sie wissen ganz genau um die Ängste der Menschen, und mit denen spielen Sie dann, und zwar der Ministerpräsident, auf übelste Art und Weise. Wenn sich der Ministerpräsident auf dem Hessentag in einem vollen Zelt vor den VdK stellt und sagt, in Hessen bekommt jeder Arzt, der sich auf dem Land ansiedelt, 60.000 €, dann, Herr Ministerpräsident, können Sie froh sein, dass es eine kleine Holzfigur gibt, der eine lange Nase wächst, und nicht Ihnen. Weil es ist doch unfassbar, dass Sie sich mit Federn schmücken, die nicht Ihre sind, und dass es überhaupt nicht der Fall ist. Es gibt Ansiedlungsförderung, ja, aber nicht für jeden Arzt, der sich auf dem Land niederlässt. Und nein, sie wird nicht von dieser Landesregierung betrieben. Betrieben wird es von den Krankenkassen und von der Kassenärztlichen Vereinigung. Und Sie spielen da ganz bewusst mit Emotionen. Und das ist unseriös, um es mal ganz mild auszudrücken. Und die eine Größe, die Frau Sommer gerade schon genannt hat, ist das Durchschnittsalter der Ärzte. Das Durchschnittsalter bedeutet aber Durchschnitt. Das heißt, wir haben in diesem Land roundabout 30% Ärzte, die über 60 Jahre alt sind, ein gerüttelt Maß sogar über 70 und die immer noch arbeiten. Die haben alle längst einen Anspruch, in Ruhestand zu gehen. Die tun es nicht aus Verantwortung. Die tragen die Verantwortung, die die Landesregierung nicht zu tragen bereit ist. Denn wir brauchen Ärzte. Und dass wir mehr Studienplätze brauchen, ist auch längst jedem klar. Dass Medizinstudienplätze teuer sind, ist kein Geheimnis. Dann muss man aber schauen, wie man das hinkriegt, weil das ist etwas ganz Elementares. Hier geht es um die Gesundheit der Menschen und nicht um irgendetwas. Und jetzt sagen Sie nicht, es seien genug Studienplätze da und die Ärzte würden weggehen, weil es woanders spannender wäre oder weil es woanders mehr Geld zu verdienen gäbe oder was auch immer. Es gibt eine Längsstudie der Kassenärztlichen Vereinigung. Sie sollten nur dazwischen rufen, wenn Sie etwas vom Thema verstehen. Es gibt eine Längsstudie. Das hat genauso viel Qualität wie die Zwischenrufe. Ich rede gerade.
Es gibt eine Längsstudie der Kassenärztlichen Vereinigung. Es gibt eine Längsstudie der Kassenärztlichen Vereinigung in Hessen, die ziemlich einmalig für diese Republik ist und die genau beschreibt, was die Bedürfnisse der Studierenden sind, wenn sie anfangen, was sie für Berufspläne haben und wie das am Ende des Studiums aussieht und sogar noch danach, ob die da auch bleiben. Der Löwenanteil der Medizinstudierenden in unserem Land studiert, um anschließend auch als Arzt zu arbeiten, hier an ein Krankenhaus zu gehen oder sich niederzulassen. Das ist in den letzten Jahren hier tatsächlich deutlich nachgewiesen. Das heißt, wenn wir in Medizinstudienplätze investieren, haben wir den unmittelbaren Benefit, wenn die ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Und wenn man sie dann noch so fördert, dass man Anreize schafft, aufs Land zu gehen, z.B. durch entsprechende Stipendien, z.B. durch entsprechende Möglichkeiten, die man wirtschaftlich an der Stelle unterstützt und Vereinbarungen, die man vor Ort trifft, dann haben wir eine gute Chance, das Problem wenigstens anzugehen. Von Lösungen sind wir dann immer noch weit weg. Stattdessen legt diese Landesregierung die Hände in den Schoß, schmückt sich mit Federn, die ihnen nicht gehören, und verweigert die Zusammenarbeit mit der KV und entwickelt eben nicht die notwendigen Schritte, die es brauchen würde, um hier eine vernünftige Lösung herbeizuführen. Es ist fahrlässig. Ich lebe in diesem Land, und Sie tun es auch. Und dann versuchen Sie einmal, ohne Ihren Abgeordnetenausweis eine Beratung bei einem Arzt zu kriegen, wo Sie eben nicht vorher sagen, wer Sie sind, sondern einfach irgendwo auf dem Land hinzugehen, um ganz regulär einen Termin zu kriegen. Dann werden Sie erfahren, dass Sie 6, 8 und mehr Wochen warten müssen oder gar nicht mehr behandelt werden. Gehen Sie einmal in ein Altersheim. Gehen Sie mal. Meine Damen und Herren, die Frau Kollegin Schott hat das Wort und kommt dann auch langsam zum Schluss. Oh, wenn es unangenehm wird, reagieren Sie mit Niederbrüllen. Das muss ja ganz schön getroffen haben. Es ist ja wohl ist ziemlich schwer auszuhalten, festzustellen, dass es Altersheime gibt, die händeringend nach Ärzten suchen, die bereit sind, zu Ihnen zu kommen. Oder wollen Sie die Bewohnerinnen und Bewohner in die Praxis karren, weil die Ärzte, wenn sie mehr als ein Altersheim in ihrem Bezirk haben, nicht mehr in der Lage sind, die Hausbesuche abzurechnen? Frau Kollegin Schott, Sie müssen zum Schluss kommen. Das ist doch das, was Sie hier nicht wahrhaben wollen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Ralf Norbert Bartelt, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Sicherung der ambulanten medizinischen Versorgung im ländlichen Raum ist die wichtigste Herausforderung in der Gesundheitspolitik. Landesregierung und Regierungsfraktion setzten und setzen hier einen Schwerpunkt. Wir sind der SPD-Fraktion sehr dankbar, dass sie in der Aktuellen Stunde dieses zum Thema gemacht hat. Wir können so unsere Aktivitäten in dieser Wahlperiode noch einmal darlegen. Und wir können darüber hinaus mit Freude feststellen, dass die Ankündigung unseres Ministerpräsidenten auf dem kürzlich stattgefundenen Landesparteitag, bei der Vergabe der Studienplätze in der Medizin eine Landarztquote einzuführen, offenbar auch von der SPD-Opposition unterstützt wird. Das ist gut so. Ich möchte zuerst unsere Maßnahmen für die ärztliche Versorgung auf dem Land zusammenfassen. Sie haben das zwar zum Thema gemacht, haben aber über die spezifischen Probleme und Lösungsansätze zur Behebung des Mangels der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum eigentlich gar nichts gesagt. Was haben wir gemacht? Finanzielle Zuschüsse bei Neugründung oder Übernahme einer Praxis in einem unterversorgten Gebiet von bis zu 60.000 €. Und Frau Schott, das war ein Gemeinschaftswerk von Land, KV und den gesetzlichen Krankenkassen. Zahlungen an Studierende, die ihre Pflichtpraktika, Formulaturen auf dem Land absolvieren. Stärkung der Allgemeinmedizin an den Lehrstühlen der Universitäten in Frankfurt und Marburg. Umsetzung der Verkleinerung der Zulassungsbezirke, um Zentralisierung bei Praxisübergaben zu verhindern.
als was Sie gefordert haben, Frau Dr. Sommer. Das haben wir schon längst gemacht. Im letzten Doppelhaushalt haben wir Mittel eingesetzt zur Unterstützung von medizinischen Versorgungszentren, dort, wo es zu wenige Praxen gibt, Finanzierung von Gemeindeschwestern, die durch Betreuung die Qualität der Versorgung erhöhen, Anschub für die Telemedizin, die besonders den Patienten im ländlichen Raum nutzt. Meine Damen und Herren, der Masterplan 2020 auf Bundesebene zur Verbesserung der Qualität des Medizinstudiums dient besonders dem ländlichen Raum. Drei Punkte. Im letzten Jahr des Studiums, dem sogenannten praktischen Jahr, wird ein Ausbildungsteil in einer Praxis obligatorisch, sodass eine Bindungswirkung eintreten kann. Die Allgemeinmedizin wird Prüfungsfach. Und nun der wichtigste Punkt. Die Bundesländer können bis zu 10% der Studienplätze an Bewerberinnen und Bewerber frei vergeben, die sich verpflichten, 10 Jahre auf dem Land ärztlich tätig zu werden, und zwar unabhängig von den Numerus Clausus. Hessen wird, wie die meisten Bundesländer, diese Landarztquote auch umsetzen. Das, was Sie sagten, dass der Sozial- und Gesundheitsminister dem ablehnend gegenüberstand, ist schlichtweg falsch. Das Gesetz musste ja erst einmal geschaffen werden vom Bund, damit wir entsprechende seriöse Überlegungen anstellen. Der Ministerpräsident hat das Ergebnis des Entscheidungsprozesses bekannt gegeben, und wir gehen jetzt an die Umsetzung dieser Landarztquote. So wird es gemacht. Und diese Landarztquote ist ein Baustein, die medizinische Versorgung im ländlichen Raum nachhaltig sicherzustellen. Wir werden geeignete Auswahlkriterien entwickeln und schon im Studium die Studierenden an den ländlichen Raum zu binden zu versuchen. Meine Damen und Herren, die Qualität der ärztlichen Behandlung darf nicht vom Wohnort abhängig sein. Jemand, der auf dem Land wohnt, muss genauso gut behandelt werden wie jemand, der in der Innenstadt einer Großstadt wohnt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Wadelt. Das Wort hat der Abg. Markus Bocklet, zum BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich frage mich, warum es bei bestimmten empfindlichen Diskussionen eigentlich nicht Maß und Mitte und Augenmaß gibt. Wir haben eine sehr ernste Situation bei der Versorgung, bei den Ärzten, die in Rente gehen. Aber ich verstehe nicht, wie es dann immer wieder abgleiten kann in eine total polemische Diskussion, Redebeiträge mit Schaum vor dem Mund. Diese Diskussion, die Argumente, die so vorgetragen werden, die können den Menschen draußen nur ein falsches Bild vermitteln. Und das finde ich unangemessen und unverantwortlich. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Frau Dr. Sommer, Ihr Redebeitrag endete vor allem im Wesentlichen mit einem Vorschlag, die Erhöhung der Studienplätze um 10%. Ich kann Ihnen sagen, Entschuldigung, wir lehnen da gar nichts ab. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie sprechen. Wir haben die Diskussion lange geführt, als ich damit begann, vor 5 Jahren den Job des gesundheitspolitischen Sprechers zu übernehmen. Frau Dr. Sommer, kann ich Ihnen sagen, wie die Diskussion lief? Die lief damals so, dass man gesagt hat, es gibt eigentlich genug Ärzte, man muss sie nur besser verteilen. Autor, Kassenärztliche Vereinigung, man muss sie nur besser verteilen. Wir brauchen die Instrumente, dass wir es verteilen dürfen. Sie hatten die Instrumente. Ich will kein Bashing machen der Kassenärztlichen Vereinigung, aber die Diskussion war so, dass lange Zeit nicht von einem Ausbildungsmangel gesprochen wird, sondern einem Verteilungsproblem. Und dieses Verteilungsproblem hätten andere längst in den Griff kriegen können. Jetzt kommt on top, dass wir ein Problem haben, dass wir zu wenige Ärzte haben. Und ich sage Ihnen auch für uns Grüne, wir haben unser Wahlprogramm auch beschlossen im Juni, können Sie nachlesen, wir setzen uns sehr stark dafür ein, dass hier die Ausbildungsplätze erhöht werden in Hessen. Aber ich sage Ihnen auch eins, Sie als Sozialdemokratin, wir haben in Hessen liegen auf Platz 4 der Ausbildungsquote für Medizinstudenten, Platz 4. Weit unter dem Schnitt liegen die Bundesländer, in denen Sie die Verantwortung tragen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Nordrhein-Westfalen. Und die Leute kommen zu uns zum Studieren. Deshalb brauchen wir auch einen fairen Ausgleich, wenn wir über eine Anhebung der Ausbildungsplätze in Hessen reden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es kann nicht sein,
Diese Ausbildungsplätze sind mit die teuersten. Es kann nicht sein, dass Hessen die Ausbildungsstätte sozusagen wird für all die Bundesländer, wo die SPD die Verantwortung trägt. So werden wir es ganz sicherlich nicht machen können. Herr Kollege Bocklet, Fraktionsvize Boddenberg wollte Ihnen gerne eine Frage stellen. Einen Moment. Vielen Dank, Herr Kollege. Ist es Ihnen bekannt, dass in Nordrhein-Westfalen mittlerweile die SPD nicht mehr die Landesregierung stellt? Herr Kollege Bocklet. In der Tat, das bestürzt mich zutiefst. Das ist seit einem Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich fürchte, dass die Versäumnisse schon viele 10 Jahre zurücklegen. Und, aber auch in Nordrhein-Westfalen, gebe ich zu, haben Grüne mitregiert. Und deswegen, ja, das ist ja in Ordnung. Sage ich doch gerade. Erst mal tief durchatmen und zuhören, dann hilft insgesamt. Ich kann aber auch gerne noch einmal die Frage, die Rahmenbedingungen, die bei der Medizinerversorgung in Deutschland sind, können wir auch gerne mal darüber nachdenken, wer eigentlich seit 10 Jahren die Bundesregierung stellt. Und Sie wissen, dass die wesentlichen Rahmenbedingungen für die Gesundheitsversorgung in Hessen durch die Bundesregierung gemacht wird. Und da regieren Sie eifrig mit. Da hätte ich gerne mal ein paar mehr Signale erwartet, als immer nur im Landtag aufzutreten und zu sagen, wie schlecht es bei uns ist eigentlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt kommen wir zu dem. Und jetzt komme ich dazu. Ich sage noch einmal, ich finde es unverantwortlich, das, was Frau Schott gesagt hat, dass man nur mit dem Abgeordnetenausweis Hausarzttermine bekommt. Ich finde das unverantwortlich. Das muss ich Ihnen noch einmal sagen. Das muss man einfach mal sagen. So. Und ich finde, jetzt gehört es zu einer Diskussion, haben die Bürgerinnen und Bürger draußen im Lande das Recht, dass sie von der Landesregierung erfahren, was das, was sie tun kann, ob sie das tut oder nicht. Und da wiederhole ich gerne das, was Kollege Dr. Bartelt begonnen hat. Wir fördern regionale Gesundheitsnetze. Wir haben die Formulaturförderung. Wir unterstützen das Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin. Wir haben einen Fonds eingeführt für kommunale Aktivitäten und die Gemeindeschwester 2.0, die die Ärzte entlasten soll. Das sind mindestens 5 Programme, die diese Landesregierung macht. Diese 5 Programme sind das, was eine landespolitisch getan werden kann, weil wir den Ernst der Lage erkennen, aber wir heulen nicht nur rum, wir haben auch konkrete Maßnahmen, und sie werden auch greifen. Wir befähigen die Kommunen, dass tatsächlich dort regionale Gesundheitsnetze gemacht werden. Wir unterstützen kreative Lösungen, wir unterstützen innovative Lösungen. Wir wollen, dass dort auch sektorenübergreifend gearbeitet wird und dass der real existierende Mangel, wo immer er auch auftritt, dass er kreativ bekämpft wird. Und natürlich brauchen wir auch mehr ausgebildete Ärzte, damit auch, dass es statistisch so mehr zur Verfügung steht, damit auch gerade wir wissen, dass die Ausbildung sehr weiblich geworden ist, dass gerade Frauen sich dafür entscheiden, auch in anderen Modellprojekten oder anderen Teilzeit- und Berufsbildern sich dort niederlassen. Und das muss man fördern, unterstützen. Genau das tun wir. Wir wollen, dass dort im Land genug Hausärzte und Fachärzte vorhanden sind. Aber wir können es nicht mit vorgehaltener Pistole erzwingen, sondern mit Anreizen und Unterstützungsprogrammen. Und ich habe Ihnen 5 davon vorgetragen. Deswegen ist Ihr Vorwurf, dass wir zu wenig oder gar nichts tun oder es gar nicht auf dem Schirm hätten, nicht nur völlig falsch, sondern es ist auch noch unverantwortlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Bocklet. Das Wort hat die Frau Abg. Knell, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist noch nicht ganz so lange her, da hatte ich noch keinen Abgeordnetenausweis. Interessante Tipps, die man hier auch bekommt. Nein, ich war Angestellte, es war Winter, ich war unglaublich erkältet und musste meinem Arbeitgeber am ersten Tag des Fehlens eine Krankschreibung vorlegen. Nur, wie kommt man da dran? Ich war zeitgleich auch schwanger, durfte deswegen ohnehin gar nichts nehmen und hätte einfach nur ins Bett gehört. Mein Hausarzt war kurz vorher in Rente gegangen. Der zweite Hausarzt, zu dem ich sonst mal hätte gehen können, war selbst schwer erkrankt. Die Praxen zu. Und für beide Praxen gibt es auch über ein Jahr später übrigens noch keine Nachfolger. Und die KV sagt übrigens trotzdem, dass meine Heimatgemeinde überversorgt sei. So, was habe ich also gemacht? Natürlich den dritten Hausarzt vor Ort angerufen. Und der hat mich dann ins Krankenhaus geschickt, um mich für einen Tag krankschreiben zu lassen. Dort musste ich dann 2 Stunden warten, 1 Stunde hin und zurück, also völlig abstrus. Und dann konnte man dann endlich sich zu Hause ins Bett legen. Und das ist nur eine kleine Episode mal aus meinem Leben. Ich bin Gott sei Dank sonst recht gesund, muss nicht so oft zum Arzt. Aber
Bei älteren Menschen sieht das schon ganz anders aus. Das ist nur ein Beispiel für eines der drängendsten und zugleich schwierigsten Themen, das wir gerade auf dem Land haben, den Ärztemangel, über den wir heute sprechen. Deswegen bin ich der SPD auch sehr dankbar für diese Aktuelle Stunde. Das Problem fehlender Ärzte auf dem Land, das sich mit jedem Jahr weiter verschärft, das ist sehr vielschichtig. Und es hat mit Geld zu tun, aber es hat eben auch nicht nur mit Geld zu tun. Wenn in den ländlichen Regionen keine Bank mehr ist, keine Post und kein Bäcker und auch der Breitbandausbau ja noch weiter auf sich warten lässt, dann können wir auch nicht erwarten, dass sich Ärztinnen und Ärzte dort ansiedeln. Und deshalb hat die Kassenärztliche Vereinigung Hessen auch in ihrem, ich will ihn hier mal Brandbrief bezeichnen, gefordert, das Problem in der ganzen Breite anzugehen und vor allem neue Lösungswege zu diskutieren. Und diese neuen Wege müssen, und das ist auch unsere Überzeugung, diskutiert und erarbeitet werden, weil es ganz offensichtlich ist, dass das, was die Landesregierung bisher getan hat, eben nicht ausreicht und dass mehr passieren muss als bisher. Der Mangel an Hausärzten auf dem Land nimmt weiter zu und wird sich in den kommenden Jahren auch aufgrund der Altersstruktur, das wurde eben schon angesprochen, verschärfen. Die Zahlen kennen Sie dazu alle, deswegen will ich die auch gar nicht hier wiederholen. Um Arztsitze aber mit größerem Erfolg wieder besetzen zu können, muss an ganz unterschiedlichen Stellschrauben gedreht werden. Manche wurden schon genannt. Die Planungsbereiche müssen kleiner zugeschnitten werden. Das heißt, auch die Kreise müssen nochmals in mehrere Bereiche unterteilt werden, damit die Feststellung von tatsächlicher Über- oder Unterversorgung sichtbar wird. Das ist die Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung. Um die Übernahme einer Landarztpraxis attraktiv zu machen, müssen Hausarztbesuche besonders großzügig vergütet werden und nicht, wie kürzlich bei mir im Kreis in Gilserberg geschehen ist, mit Regressforderungen belegt werden. Extra budgetäre Zuschüsse für Landärzte sind sinnvoll und gegebenenfalls auch, wie von der KV vorgeschlagen, Zuschüsse, wenn Ärztinnen und Ärzte in der Stadt leben und eben in ein Dorf einpendeln und dort eine Landarztpraxis betreuen. Wir müssen darüber hinaus auch auf die Tatsache reagieren, dass es für junge Ärztinnen und Ärzte heutzutage eben nicht mehr erstrebenswert ist, 10 oder 12 Stunden täglich in der Praxis zu sein, danach noch Hausbesuche zu absolvieren und dann noch das wirtschaftliche Risiko einer eigenen Praxis zu tragen. Die meisten jungen Ärztinnen und Ärzte achten heute auf geregelte Arbeitszeiten und ein geringes wirtschaftliches Risiko. Und deshalb geht auch der Trend hin zu Gemeinschaftspraxen, zu medizinischen Versorgungszentren und einem Angestelltenverhältnis in einer Klinik. Und das wurde eben auch schon gesagt, die heutigen Studienabgänger im Bereich Medizin sind überwiegend weiblich. Und deswegen muss auch die Ganztagsbetreuung von Kindern von der Krippe bis zum Ende der Grundschulzeit gewährleistet sein. Denn für junge Ärztinnen ist es eben wichtig, dass sie eine Familiengründung mit dem Beruf vereinbaren können. Und in Hessen fehlen eben noch 23.000 Plätze für die U3-Betreuung. Auch die Digitalisierung im Gesundheitsbereich könnte für Bürokratieabbau und Zeitersparnis in den Praxen sorgen. Doch es hakt beim Breitbandausbau. Es gibt also wesentlich mehr zu tun, als bisher getan wird, meine Damen und Herren. Der Schlüssel für die ärztliche Versorgung auf dem Land ist in erster Linie die Stärkung der ambulanten Versorgung in der Fläche, und sie ist wesentlich schwerer in den Griff zu bekommen als die stationäre Versorgung. Deswegen möchte ich dafür plädieren, den Fokus zu erweitern und neue Wege zu gehen. Die Zeit rennt mir davon, ich muss überspringen. Die Landesregierung bringt mit der Offensive Land hat Zukunft, Heimat Hessen, 50 Gemeindeschwestern zu finanzieren, auch zur Fortführung von Landarztpraxen ohne Nachfolger 1 Million € zur Verfügung zu stellen. Doch auch das greift alles zu kurz. Wenn es uns nicht gelingt, den ländlichen Raum insgesamt wieder attraktiver zu machen, werden solche Maßnahmen nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Insofern hat die KV recht mit ihrem Aufruf zu einem Aktionsbündnis. Und auf politischer Ebene muss dann viel getan werden. Das Wirtschaftsministerium, das mehr in die Infrastruktur, in die Straßen, in den öffentlichen Nahverkehr investieren müsste. Das Sozialministerium, das die Finanzmittel für die Kita-Betreuung in den weiteren Ausbau und die Qualität investieren müsste. Das Kultusministerium, das die Ganztagsbetreuung der Grundschulkinder flächendeckend organisieren sollte. Und so weiter und so fort. Alles hängt hier mit allem zusammen, meine Damen und Herren. Und wenn die Weichen in einem Bereich falsch gestellt werden, zieht das leider einen Dominoeffekt nach sich. Frau Kollegin, Sie müssen jetzt wirklich zum Schluss kommen. Ich fasse zusammen, wenn wir wollen, dass der Landarzt in Zukunft nicht nur im Fernsehen zu sehen ist, sondern auch im Dorf anzutreffen ist, dann muss deutlich mehr getan werden als bisher. Danke schön. Vielen Dank. Das Wort hat der Staatssekretär Dr. Dibbel.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sie sehen, die Gesundheitspolitik ist ein emotionales Thema, weil viele Menschen davon betroffen sind. Es ist richtig gesagt, wir werden alle älter, das ist gut. Aber wir brauchen dann auch die begleitende Behandlung von den unterschiedlichen Fachkräften, die dort tätig sind. Politik hat immer den Hang, plakativ zu reden, zu sprechen, zu arbeiten. Untätigkeit ist das Wort, das uns vorgeworfen wird als Landesregierung. Das heißt im Grunde genommen, wir haben nichts unternommen. Wir haben nichts unternommen. Schlichtweg ist es falsch, was Sie hier behaupten. Meine Vorredner haben ja schon hier deutlich gemacht, welchen Weg wir insgesamt gegangen sind. Ich zitiere die Welt vom 30.11.2017. Deutsche mit Gesundheitssystem zufrieden. Zitat Ende. Eine Umfrage, die erfolgt ist, wo unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern quasi hinterfragt worden ist, wie es mit dem Gesundheitssystem insgesamt aussieht. Ich halte es für wichtig, vonseiten der Landesregierung noch einmal ganz klar zu betonen, Dr. Bartelt hat es auch gesagt, die Landarztquote wird kommen. Herr Minister Grüttner hat Gelegenheit, heute und gestern auch bei Herrn Laumann in Nordrhein-Westfalen noch einmal die Details vielleicht zu bewerten, um dann das auch in Hessen auf den Weg zu bringen. Ich denke, das ist der richtige Weg, und den Weg werden wir gehen. Wir waren nicht untätig, und Frau Dr. Sommer, Frau Ravensburg waren ja zugegen bei einem Gespräch auf dem Hessentag in Korbach. Da ging es um die Schaffung eines Gesundheitszentrums in Waldeck-Frankenberg. Sie können sich wirklich freuen, Frau Sommer. Wir haben das besprochen. Zugegen war der Vizelandrat. Es waren der Bürgermeister von Battenberg, von Frankenau und von Frankenberg. Wir haben das diskutiert. Und vor drei Tagen ja, ist ja sehr schön, dass wir alle Konzepte haben, aber die Landesregierung wird das sehr wohlwollend begleiten. Ich habe vor drei Tagen den Bewilligungsbescheid unterschrieben, und wir können dieses Modellprojekt angehen. Ich denke, das ist Handeln, das ist praktische Politik, und ich glaube, das ist auch gut so. Aber das ist nicht das Einzige, meine Damen und Herren, was auf den Weg gebracht worden ist. Aber ich muss einfach auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach noch einmal ein paar Fakten klarstellen. Es ist immer so leicht gesagt, das funktioniert nicht, und da ist noch ein Mangel. Ich gebe ja zu, dass in unterschiedlichen ländlichen Regionen da Schwierigkeiten bestehen. Das kann man doch gar nicht verneinen. Das wissen wir doch alle. Und deshalb ist der Vorwurf nicht richtig, dass wir nicht mit der KV oder auch beim Bundesausschuss im Grunde genommen hier unsere Voten einlegen, um diese Dinge zu lösen. Und es geht nur gemeinsam, diese Dinge zu lösen und gemeinsam auf den Weg zu bringen. Ich denke, das ist der richtige Weg. Ich stelle aber auch eins fest, und das muss ja deutlich gesagt werden. Wir haben derzeit in Hessen keinen Ärztemangel. Punkt. Sie müssen sich einmal die bundesdurchschnittliche Verteilung angucken, wie sie einmal war. Ärzte pro Einwohner. 1960 hatte ein Arzt 786 Einwohner, 1990 335 Einwohner, 2017 ein Arzt für 214 Einwohner zuständig. Nur einfach einmal das Patientenverhältnis zum Arzt hier zu dokumentieren. Da gibt es eine Veränderung insgesamt. Ich wiederhole jetzt nicht alles, was wir gemacht haben, aber ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, den Gesundheitspakt 2.0 weiter auf den Weg zu bringen. Wir haben viele Anträge zu dem Projekt Gemeindeschwestern, quasi wo wir in die Schnittstelle gehen zwischen psychosozialer und medizinischer Versorgung. Es ist gut und es ist richtig. Wir entwickeln weiter die regionalen Gesundheitskonferenzen, denn nur wenn wir miteinander das fachlich bewerten, werden wir auch gemeinsam einen Weg finden, diese Dinge insgesamt zu lösen. Mit der Formulaturförderung, hausärztlicher Bereich mit 910 geförderten Formulanten vom Land, denke ich, ist eine Zahl, die gut ist, die wir natürlich auch noch weiterhin steigern möchten. Und ich sage ausdrücklich auch noch einmal zum Medizinstudium. Gut ist, dass wir geschafft haben, dass nicht nur der NC eine Bewertung unterliegt, sondern auch die praktische Tätigkeit insgesamt von Damen und Herren, die schon vielleicht viele Jahre im Gesundheitswesen gearbeitet haben und dann auch die Anerkennung bekommen für das Studium, mehr Praxis in den Berufen. Ich denke, das ist richtig. Ich will damit schließen, damit ich in der Redezeit bleibe. Ich glaube, dass wir weiterhin auch gemeinsam Konzepte entwickeln müssen, um im Grunde genommen diesen Weg zu gehen, die Versorgung im ländlichen Bereich zufriedenstellend zu lösen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. Meine Damen und Herren, damit ist der Punkt 70
ebenfalls besprochen. Bevor wir weitergehen in der Tagesordnung, mitzuteilen, dass verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Landesregierung engagiert sich für die hessische Infrastruktur und die Beschäftigten von Hessen Mobil, Drucksache 19/6578. Hier wird allgemein die Dringlichkeit bejaht. Dann wird dies Top 80. Wenn keiner widerspricht, kann das mit 53 aufgerufen werden. Geht es? Ja, gut, dann ist es so.